Metern hast du dein Ziel erreicht. Okay, Amigo, was ist unter der Plane? Das neue Rallye-Auto? Geduld, Rami. Zeig's dir, sobald wir dort sind. Hey, Superstar, da bist du ja. Steig mit Alex in den Truck und los geht's. Nueva. Wird Zeit, unser Spähfahrzeug anzulassen. 2,5 Tonnen elektrischer Offroader. Einzelradaufhängung hinten. Gehört Alejandra. Das wird wild. Ah, klingt, als wären alle anderen schon unterwegs. Legen wir los. Hier war.
über drei Dünen. Vorsicht beim Sprung! Das nicht ganz so ernst nehmen. Gut, dann werdet ihr nämlich beide in Schwierigkeiten. Bitte, Cousinchen. Hey, Superstar, was denkst du? Wir fangen ganz einfach an. Fahr zum Devil's Pass. Es muss kein Wettbewerb sein, alle. Nicht? Was denn sonst? In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Bueno, wir sind da. Nimm mein Auto. Ich habe ein bisschen dran herumgeschraubt. Rallye-Rennen sind total simpel. Wir nehmen an jedem Checkpoint Zwischenzeiten. Je schneller du bist, desto besser ist deine Position. Und ich sitze an einem Helikopter, aber das ist mehr so ein Horizon-Ding. Dein Himmelsauge wird dir Notizen durchgeben, also hör gut zu. Willkommen am Devil's Pass. Eine schnelle Asphaltstrecke, die durch Schikanen ansteigt und über schmale Brücken wieder nach unten führt. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Ich auch. 5, 4, 3, 2, 1, los! Aber das heißt nicht, dass du bremsen sollst.
was ich meine? Asphaltierte Oberflächen bedeuten schnelle Rennen. Schneller ist besser. Das ist nicht kompliziert. Also, ich kann deine Logik nicht bemängeln, aber ich ergreife keine Partei. Okay. Ich habe gehört, du warst mit Ale unterwegs und bist ein paar Straßenrennen gefahren. Davon gibt es eine Menge in Mexiko. Aber wir sind in Sierra Nueva und bei einer Rallye geht es darum, im Gelände zu fahren. Auf zu der Rennveranstaltung, die ich für dich markiert habe. Es ist eine schöne, holprige Strecke, die durch die Hügel führt. Hast du eine Ahnung, wie lange ich das schon plane? Ich will mal ganz wild eine Menge Zeit von uns. Ich bin bald da und schau mir an, was du vorhast. Du hast dein Ziel erreicht. Los geht's! In mein Auto. Das ist der Hill Run Sprint. Enge Kurven mit viel Schotter, Sprüngen, Dips und vielen hängenden Passagen. Ein Riesenspaß. 5, 4, 3, 2, 1, los!
Also, alle mögen Straßenrennen oder einen Trackday. Aber ich sage, nichts ist vergleichbar damit, nach draußen zu gehen, die ästhetische Natur zu genießen und sie dann mit deinen Rallye-Reifen ordentlich durchzupflügen. Wenn du es so sagst, gutes Argument. Aber wie schon zu Alisa, ich schlage mich auf keine Seite. Ich will das Beste für Horizon, nämlich engen Wettbewerb. Was ich sagen will, keiner kennt die mexikanischen Straßen und Bedingungen besser als ich. Zumindest von denen, die gegen mich antreten. Sehr rücksichtsvoll von dir. Das dachte ich auch. Es ist auch eine gute Lektion fürs Leben. Pass auf, was du sagst, sonst könnte dich jemand dazu zwingen, das durchzuziehen. Du könntest einfach zugeben, dass du geblufft hast, Ralph. Was? Niemals! Fahr zu den Dünen! Sicht- und Wettervorhersage sind lausig, aber ich glaube, der Helikopter hat einen Suchscheinwerfer. Das wird schon. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Dafür gesorgt, dass er robust ist. Was soll das heißen? Da wären wir! Wechselnde Untergründe und haufenweise Kehren und Sprünge durch die Tierras Verdes. Charmant und schön. Jedenfalls tagsüber. Keine Ahnung, wie es in der Nacht aussieht. Klarkommst. Ich wusste es!
dass meine große Klappe uns das eingebrockt hat, aber mir scheint, wir haben eine brandneue und aufregende Art von Rallye-Sport erfunden. Fantastisch! Rennfahrer werden es lieben. Oder? Die Zuschauer werden begeistert sein. Das könnte doch funktionieren. Ein Turnier. Drei Rallye-Teams, die um den Titel des Horizon Rally Champions und die Dienste des Topfahrers beim Festival kämpfen. Du musst dich aufteilen, Superstar, alles ausprobieren. Aber die eigentliche Frage ist, womit willst du anfangen? Wird Zeit rauszufinden, wer der beste Fahrer dieses Rallye-Teams ist, Superstar. Papa Fernando wird zusehen. Aber erst musst du dafür sorgen, dass dir der Rest des Festivals zusieht. Ich habe schon einige asphaltierte Strecken ausgekundschaftet. Schnell, eng und technisch. Geh raus und zeig ihnen, wer der Boss von Sierra Nueva ist.